Hallo, Garak hier wieder und schon wieder ein Video über Flugplanung, diesmal wieder IFR. Genauso kostenlos wie bisher alle anderen. Ein Online-Dienst, eine Webseite, die es ermöglicht, ganz schnell und unkompliziert einen simplen IFR-Flugplan zu erstellen, wenn es mal schnell gehen soll. Viele virtuelle Airlines benutzen diese Variante und binden diesen Online-Flight-Planner ein. Und ich möchte euch ganz kurz zeigen, wie das hier so funktioniert. Es gibt im Grunde genommen nicht viel darüber zu erzählen. Also an dieser rechten Seite werden alle Flüge angezeigt, die gerade geplant worden sind, als letztes von anderen Usern. Und in diesem Fenster ist alles Einstellbare, was man einstellen kann. Ja, in dem oberen Bereich kann man einstellen, was für ein File-Format man am Ende herausbekommt. Ich nehme einfach mal PMDG, ich nehme FSX, Flightplan-Format und ein PDF, damit ich das Ganze auch als PDF-File zur Verfügung habe. So, dann planen wir mal einen Flug von Hamburg nach Frankfurt. Das ist dann EDDA und nach EDDF, Frankfurt am Main. Der ERAC soll der 1501 sein, das ist der aktuelle Stand der Navigationsdaten im ERAC-Cycle. Diese Daten könnt ihr bei Navigraph abonnieren oder eben auch einzeln kaufen. Das ist notwendig für eure Flugzeuge. Falls ihr online fliegt oder wenn ihr online fliegt, dann müsst ihr diese Dinge aktuell halten, weil die Lotsen eben auch mit aktuellen Daten arbeiten. Wenn ihr offline fliegt, grundsätzlich offline, dann ist es nicht ganz so relevant. Dann macht es Sinn, hier einen ERAC auszuwählen, der in eurem Flugzeug, in eurer PMDG zum Beispiel, enthalten ist. Und hier könnt ihr jeden, also zumindest der letzten 10 Jahre, so ziemlich jeden ERAC auswählen und dann eben das anpassen, dass die SITs und STARs eben auch dazu passen, zu dem, was ihr in eurem Flugzeug habt. Wir nehmen mal den 1501, das ist der gerade abgelaufene ERAC, der aktuelle wäre jetzt zum Aufnahmezeitpunkt der 1502. Das ist aber nicht so entscheidend. Und für die Flughöhe, die wir auswählen können, nehmen wir mal die Flugflächen. Ah, es ist nicht so weit von Hamburg nach Frankfurt, aber ich denke mal, wir schauen mal. Ich nehme mal 260 bis 330, mal gucken, was er daraus macht. In beiden, also im oberen und im unteren Luftraum, das heißt, ich sage einfach in beiden. Und als Aircraft wähle ich mir die, na, was nehmen wir mal, eine 737, da, iFly PMDG. Und man kann auch die Standard 737 nehmen, ist letztendlich egal. Und als Fuel Unit gebe ich Kilo an, weil ich alles in Kilo berechne, wenn ich fliege. Man kann natürlich auch Pfund nehmen, dann nimmt man hier LBS. So, hier soll berücksichtigt werden, dass wir SITs benötigen, dass wir STARs benötigen und AirNav equipped sind. That's it. NATS brauchen wir nicht, wir fliegen nicht über den Atlantik. Und TECAM-Routes brauchen wir auch nicht, wir sind keine Militärflieger. Also insofern ist da soweit alles eingetragen. Die Country Codes kann ich mir sparen, weil ich hier schon die AirPods drin habe. Ja, und das war es eigentlich schon. So einfach, so simpel. Create Plan, drücken und schon kommt der Plan. Hier ist er. Hamburg nach Frankfurt, das ist dann auch der Reiter Info. Und hier ist die Route. EDDH Start, dann kommt eine SIT, die bekomme ich ja sowieso vom Lotsen, beziehungsweise suche sie mir nach Charts heraus. Der erste Wegpunkt ist IDECO, das heißt, es ist sowieso eine IDECO-SIT, die sucht ihr euch dann nach den Charts heraus. Y900 ist der erste Airway, Thiemen und so weiter. Und am Ende kommen wir über Kerax, was der Anfangspunkt der Star ist, in Richtung Frankfurt. So, es erfolgt eine Fuel-Berechnung. Wir brauchen 2,1 Tonnen. Wir haben noch 3 Tonnen als Reserve. Das wird hier vorausgesetzt, dass wir 3 Tonnen als Reserve haben, circa. Fuel on board sind also 5,1 Tonnen. Damit kann man leben. Flugzeit ist damit auch drin. Und wir sehen hier genau, wie wir fliegen. Das war's. So einfach. So simpel. So, um jetzt diese Daten eben auch zu bekommen, gehen wir auf Go to the Files. Dann bekommen wir hier ein weiteres Fenster, in dem wir einfach nur auf diese Files klicken müssen, nämlich hier RTE, das ist die Datei für die PMDG.
klicken wir drauf, wird runtergeladen. Dann ETDH, EDDF Plan, das ist die FSX-Version zum Reinladen in den FSX. Wenn man zum Beispiel keine PMDG-Pflicht, könnte man das auch mit dem Plan machen. Oder man lädt diese Datei in andere externe Programme herein, die dieses kompatible Format unterstützen. Und als letztes lädt man sich das PDF herunter mit dem Flugplan. So, und das PDF rufen wir eben mal auf. Das sieht dann folgendermaßen aus. Der Rootfinder, der hat diese Route erstellt. Hier ist die Route, die angezeigt wurde. Und im unteren Bereich ist nochmal die Computer Fuel-Berechnung für die Maschine. Das ist alles. Die Webseite nimmt also quasi die Daten direkt aus dem Rootfinder heraus, den man ja auch eigentlich direkt bedienen kann. Aber er macht es alles ein bisschen schicker, man kann die Files runterladen und insofern ist es alles ein bisschen kompletter. Das ist alles. Fertig. So einfach ist das. Probiert's aus, viel Spaß, kostet nichts und bis zum nächsten Mal, euer Garak. Ciao, ciao.